Herzlich willkommen auf den PLW-Rundschau-Sender. Mein Name ist Unteroffizier Holt und ich stelle heute vor die Sparten der Wehrmacht. Gleich vorab, diese beiden Sparten legen wir mal ein bisschen weiter nach rechts. Wie es so üblich ist bei mir, fangen wir natürlich an mit einer ausführlichen Geschichte der Sparten. Und das machen wir gleich fest an den Bezeichnungen. Hier haben wir das Spartenmodell 1874. Das Spartenmodell 1898 und die geschweißte Version, die in den 30er Jahren aufkam. Was wir hier nicht haben, ist das Klappspartenmodell. Das wurde zum Ende des Jahres 1938 eingeführt offiziell und gelangte 1939 in die Truppe. Haben wir leider kein Exponat hier, deswegen will ich diese ganze Thematik Klappsparten vielleicht in die Zukunft verschieben, wenn wir mal ein gutes Exponat haben. Ansonsten machen wir hier erstmal weiter. Wie gesagt, angefangen hat das mit dem Spartenmodell 1874. Das ist so das Standard-Spartenmodell. Die gibt es relativ häufig. Warum ist so ein alter Sparten immer noch relativ häufig zu sehen oder zu kaufen auf eBay oder eBay Kleinanzeigen oder auf den Flohmärkten? Es liegt hauptsächlich daran, dass dieses Modell auch in der Zivilwelt sehr verbreitet war. In den Organisationen. Es gab ja zuhauf Pfadfinderorganisationen oder Wehrsportorganisationen, paramilitärische Organisationen. Und da wurden diese Sparten weiterverwendet. Einfach, weil die Produktionseinrichtung da war, der Sparten billig war und einfach verfügbar war. Man sieht den eigentlich sehr selten richtig auf Bildern mit Lanzern drauf. Das muss einem bewusst sein. Also es gab die, es wurden die auch von den Lanzern genutzt, aber der war schon relativ selten. Erkennbar ist dieser Sparten, wie eigentlich auch hier alle Sparten der Wehrmacht, an dieser herzförmigen Aufnahme. Und zwar ist es so, es gibt eben das Spartenblatt und dann gibt es, was eben die Oberseite oder jeweils die Unterseite des Spartens oder des Stiels umrahmt. Beim Modell 1874 ist das Hauptmerkmal eben dieser Ring, der einmal komplett als Ring um die Stielaufnahme führt. Ansonsten Hauptcharakteristik ist natürlich diese 5 Nieten und dass der Sparten leicht oben auseinander geht. Die Trittkante ist nicht umbördelt, die ist nur leicht gewölbt bei allen. Wie gesagt, im Ersten Weltkrieg extrem weit verbreitet, danach natürlich in den ganzen Organisationen auch noch verbreitet, einfach weil er da war. 1898 hat man entsprechend diesen Sparten eingeführt. Den sieht man wiederum häufiger bei deutschen Lanzern im Zweiten Weltkrieg. Das hier ist jetzt ein sehr rostenarbiger Bodenfund, aber ich hoffe, man kann trotzdem erkennen. Wir haben hier wieder einen Ring, aber dieser Ring ist lediglich umgelegt vom Hauptspartenblatt. Dieser Sparten hat nicht nur die 5 Nieten für diese herzförmige Aufnahme, sondern an den Seiten hat er nochmal Nieten. Die sind lediglich dafür da, um eine bessere Trittkante zu formen. Weil so eine Schwachstelle ist natürlich immer die Trittkante, weil man die entsprechend nutzt, um drauf zu treten, wenn man den halt zum Schanzen nimmt. Und eigentlich der Hauptnachteil ist jetzt nicht, dass der Sparten kaputt geht, sondern dass die Schuhe darunter leiden. Ist bei so einer umgelegten Kante natürlich nicht mehr der Fall, damit diese auch umgelegt bleibt, beziehungsweise dass hier keine Beschädigung seitens des Materials auftaucht, ist die hier nochmal festgenietet. Hier muss ich sagen, ich habe schon mal ein 1898er Modell gesehen, wo diese Nieten fehlten und der lediglich geschweißt war. Ich denke mal, das war ein Zwischenmodell, ist also genauso möglich. Also das ist nichts Falsches, das ist lediglich eine andere Variante von dem Sparten. Relativ auffällig eben, dadurch durch diese umgeflügelten Trittkante. Ansonsten ist nicht viel zu sagen. Der häufigste Sparten oder kleine Schanzzeug, wie man es nannte, war die geschweißte Version. Die sind alle von den Abmessungen relativ gleich. Und das Hauptmerkmal eben, man hat hier eine, wieder diese herzförmige Aufnahme, die ist mit 5 Schweißpunkten verschweißt halt. Manchmal sieht man die Schweißpunkte mehr, manchmal mal weniger.
Besonderes Merkmal ist natürlich die Trittkante, die komplett umgebördelt ist. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an das Helmvideo, wie bei den M35 und M40 Helmen die Kante umbördelt wurde. So ähnlich ist das hier auch. Also die liegt fest an. Also da ist kein Zwischenraum, da kommt man nicht mit dem Fingernagel rein oder so. Das ist eben das Hauptmerkmal. Die gibt es relativ häufig, weil es auch so der häufigste Spaten war, den die Wehrmacht genutzt hat. So, jetzt kommen wir mal zu dieser Repro. Ich kenne die Repro eigentlich auch nur aus einem PLW-Review von den anderen Kameraden. Mir bereitet diese Repro wirklich Herzschmerzen. Wir vergleichen mal diesen Spaten mit den hier liegenden Spaten. Also wir sehen hier im Unterschied zum 1874er Modell, er läuft nicht oben auseinander und er hat nicht diesen Ring, diesen markanten Ring. Ansonsten sehen die sich ja relativ ähnlich. Für das 1898er Modell haben wir das Problem, die nicht umbördelte und vernietete Trittkante. Und es fehlt wieder der Ring, beziehungsweise der Halbring. Ja, den Unterschied zum geschweißten Modell brauche ich nicht erklären. Man sieht es ja. Jetzt habe ich hier ein Exponat, da fragt ihr euch sicherlich, was ist das? Ich weiß nicht genau, in welchen Organisationen der überall verwendet wurde. Ich kenne diesen Spaten aber lediglich als KVP, also Kasernierte Volkspolizei, und als NVA-Spaten als früher. Ich komme aus dem Osten, falls euch das am Dialekt aufgefallen ist. Bei uns gibt es die relativ häufig. Auch ich habe diesen Spaten ganz einfach im Hagebaumarkt gekauft. Der war nämlich unter Haufen von diesen Spaten. Und aus Erzählungen weiß ich halt, dass die eigentlich die Standard-Dinger waren in der frühen NVA. Woran unterscheidet man jetzt so einen frühen Spaten? Ganz einfach, wir nehmen mal das Modell, was jetzt dem am ähnlichsten ist, den 1874er. Ich halte es mal wieder direkt beieinander, das ist ja genau dasselbe, was ich vorhin gerade erklärt habe. Es fehlt oben das auseinanderlaufende Spatenblatt, es fehlt der Ring um die Stielaufnahme. Und letztendlich, ich sag mal so, wenn man diesen Spaten kauft, denn es ist ein guter Spaten, der sieht auch in der Spatentasche relativ gut aus, weil er eben auch diese herzförmige Aufnahme hat. Euch muss aber klar sein, das ist kein Wehrmachtsspaten. Deswegen würde ich euch bitten, kauft ihn nicht zu Wehrmachtspatenpreisen. Ansonsten mal ein Vergleich, ein richtiger NVA-Spaten, wie er denn so seit den 60er, 70er Jahren, 80er Jahren weit verbreitet ist. Dieser Spaten ist ganz einfach auch zweigeteilt, aber zweigeteilt in der Stielaufnahme und im Spatenblatt. Ja, ist ganz normal, die Stielaufnahme ist auf das Spatenblatt geschweißt, ohne diese herzförmige Aufnahme. Das war es eigentlich schon zu den Spaten. Kleine, aber feine Unterschiede. In die Spatentasche passen alle. Ich würde euch empfehlen, sucht auf eBay, eBay Kleinanzeigen, einfach nach kurzer Spaten, alter Spaten, Feldspaten und dann kosten die Dinger auch nicht so viel. Man kriegt die eigentlich immer wieder, weil die durch den Krieg halt weit verbreitet wurden, weil Millionen davon produziert wurden. Aber ihr wisst ja, wie das so mit dem Wehrmachtzeug ist, wo einmal Wehrmacht draufsteht, da verlangen sie gleich alle überall Apothekerpreise. Ansonsten, das war's. Wir danken fürs Zuschauen und wir wünschen noch einen schönen Tag.